Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Folge Nummer 55 müsste es sein. Wir sind unterwegs, um Essen zu kriegen, ne? Legen wir los. Die haben schön gequatscht, das ist doch schon mal prima. Hier muss man überall noch sauber machen. Was macht denn unser Essen? Hier ist tot. Hier links geht's ein bisschen. Und hier oben, ja, geht's auch ein bisschen. Wir haben 1650, das heißt, der Matsch, der wird schon gerade besser. Da wird auch produziert, das passt. Und da oben ist aber keiner am Grill, ne? Ne, noch nicht. Und den Backofen, da fehlt uns die Zutaten wahrscheinlich für. Da müssen wir mal gucken, wie das läuft. Wir hatten noch letztes Mal das mit dem kühler werden, ne? Klimamäßig. Und da waren wir bei diesem Ding gelandet, was man vielleicht hier hinbauen sollte, oder? Jetzt ist die Frage, wo das hinkommen könnte. Wird das an der Wand gebaut? Sieht so aus, es braucht keinen Boden, oder wie sehe ich das? Muss wohl so sein. So, wie war denn das hier geplant mal? Also der geht da hoch, da lang. Dann würde bedeuten, vielleicht hier so, oder? Ah, es muss doch wohl Boden unter den Füßen kriegen, oder was? Dann Bau abbrechen. Dann nochmal und dann dahin, oder was? Ja, da haben wir noch keinen Boden, einfach aus dem Grunde. Dann muss das hier aber anders werden, oder? Machen wir da mal noch einen Abbruch hin. Ist das denn hier kalt genug überhaupt? Da müssen wir mal gerade nach der Temperatur gucken. Ach, das ist da ja schon ziemlich warm, ne? Aber das ist ja... Ach, geht schon. Kriegen wir schon noch hin. Okay. Oh, da ist ein Pufflet. Pufft. Nicht Pufflet. Das sind ja die Kleinen, ne? Hier passiert nichts mehr. Okay, da pfeift er. Ne, der bringt gerade was zu essen hin. 9 Kilo sind da dran, ne? Hungrig ist er, okay. Er ist immer noch hungrig. Der ist aber auch hungrig. Ah, jetzt kommen wir da dran, ne? Und nichts mehr drin. Die 9 Kilo sind ratzfatz leer, ne? Vielleicht sollten wir aber priorisch schon auf 8, das mache ich nie mehr. Kupfererz geholt, okay. Also das hier ist ja schon heiler, aber hier geht es nicht voran, ne? Und die Luftschleuse ist schon auf 9. Läuft. Was haben wir hier denn? Wachstum gestoppt, Körpertemperatur. 29,7 Grad. Wachstum gestoppt, Körpertemperatur. Ah, ja, da ist 30 Grad, okay. Aber da ist doch schon kalt in dem Sinne. Die Tür müsste mal fertig werden, ne? Was macht die Temperatur hier? Okay. 27 Grad. 29 Grad, naja, das ist jetzt auch keine große Differenz mehr, ne? 26,6 und 29. Vielleicht bringt es da oben dann der Ventilator hier. Prio 1 gesetzt. Okay, dann mache ich jetzt mal hier Prio 9 raus. Ja komm, ich will das mal priorisieren, damit es vorangeht. Hier können sie es allerdings nicht bauen. Da kommen sie nicht dran, oder? Mach mal erst so. Gucken, was passiert. Unser Gas-Repertoire läuft ja hier, ne? Ja, volle Kanne. 800 Watt. Aber wir haben Essen genug jetzt. Das ist ja schon mal cool. Also genug ist was anderes, ne? Nahrungsmangel ist immer noch da, aber wir haben erstmal was. Was ist denn hier die 5 höchster Stress? Harold hat 35% Stress.
Schleimlungenkeime. Okay, ist jetzt nicht so toll. Das hat schon geklappt. Aber baut da noch ab. Ich glaube, wir könnten da noch mal einen weitergraben, oder? Ist vielleicht nicht verkehrt. Oder? Obwohl, wenn er da hinkommt, kommt er eigentlich auch da hin. Dann lass den erstmal weg, bevor da uns noch irgend so ein Dreck runterkommt. Müssen wir mal schauen, ne? Die Batterie ist voll. Jetzt ist die Frage, wie sie es... Er hat 800 Watt. Produziert natürlich Wärme, ne? Wasser geht hier runter und da unten wird auch noch nichts fertig. Wie weit ist da unten mit Prio? 5. Hm. Ja, irgendwann ist es hier voll, ne? Wieso sind jetzt hier 5 angezählt? Das wegräumen oder was? Machen wir mal so. Das Entkeimen hier, ist das da gemeint? Mit der 5 weiß ich nicht. Also dieser Block kann eigentlich jetzt weg, ne? Und da war gerade einer runtergerutscht oder nicht? Ist der gleich schon wieder weg oder was? Ah, Essen ist schon wieder weg. Die haben alle gegessen und es ist alle. Da liegt noch was. Aber da nichts. Ja, das ist mit dem Essen wird noch ein Problem werden, ne? Was haben wir denn hier noch so zum Auswählen? Aber das war wahrscheinlich der eine, der sowieso schon gestresst ohne Ende ist, ne? Ja. Miep hat... Ja, noch Fertigungspunkte verfügbar. Einer, ja, aber das bringt uns nichts. Die schlafen hier. Und wie ist das mit dem Sauerstoff? Geht so, ne? Ich glaube, das reicht aber zum Schlafen. Okay, kommt zu spät zum Schlafen. Hat länger gegessen. Alles nicht gut, ne? Hm. Wie sieht's denn mit Keimen erstmal aus? In Leute? Oh, super. Läuft hier, oder? Der verkeimtes Bett. Der hat auch ein verkeimtes Bett. Das ist nicht gut. Das mit den Keimen müssen wir in den Griff kriegen, ey. Hier ist aber nichts verkeimt, ne? Das sind Anzeigefehler. Hier fängt es auch an zu verkeimen. Wieso ist das rot? Desinfektionsauftrag in Rot, auch sehr interessant. Wie kann der denn verkeimt sein dann? Wo hat er sich denn nicht gewaschen? Ah, der hat irgendwas... Irgendeine Erde an sich, oder was? Erde geliefert. Oh, guck mal da. Das muss alles entkeimt werden, ey. Wir müssen aufpassen, dass das nicht verkeimt alles ist, ey. Es wird immer schlimmer, ja. Oh, unsere Keime, das ist ein Problem, wenn wir so mit Keimen so einen Shit da haben. Puh. Da gibt's Essen. Na, da kommen auch schon ein paar, die besser sind. 82%. Wir haben gerade mal die 800 Kalorien. Er macht aber gerade da mehr raus, glaube. Und hier wird auch produziert. Das mit den Keimen macht mir Sorgen, ne? Ist einer im Bett? Nein.
Nutzt Sand, um verschmutzten Sauerstoff aus der Luft zu filtern und die Verbreitung von Krankheiten zu reduzieren. Ja, das müssen wir definitiv machen, ne? Wie ist denn die Prio da? 5. Machen wir da mal die Prio 9 raus aus dem Filter hier. Hier sollten wir Sauerstoff produzieren. Was aber auch nicht so ganz passiert. Sauerstoff ist überall nicht so richtig da, ne? Hier unten geht gar nichts. Wie ist denn hier mit unserer Versorgung hier von Schutzanzug-Dock? Und da wollten wir auch noch was bauen. Nämlich die Station für Schutzanzüge zu bauen, ne? Schutzanzugsmiede, jetzt können wir sie bauen. So, und jetzt müssen wir da noch ein Kabel dran erkriegen, weil Strom braucht das Ding. Ah, da unten ist schon überlastet, ne? Starkstromkabel. Wo kriege ich das denn lang? Hier nicht. Da muss ich solche Platten bauen. Puh. Und Transformatoren und sowas brauchen wir da auch noch für, ne? Solarmodul. Ich glaube, wir nehmen erstmal dieses hier. Der Strom ist da unten. Die läuft ja nicht ewig, die Schmiede, ne? Tendenziell neige ich dazu, jetzt zu sagen, das muss hier schneller gehen, ne? Damit wir die Leute in Schutzanzug kriegen, oder? Gucken wir mal. Essen 2.9. Hier, das ist auch schon wieder kaputt. Stromversorgung ist schwierig, ne? Klima war klar. Was haben wir denn oben? Ist da schon was passiert? Haben wir noch auf 9 gemacht, oder? Ne, haben wir nicht gemacht, oder? Doch. Aber geht keiner hin. Viel schlimmer. Ja, er macht hier seine Sachen fertig, ne? Den Putzen und so und Pflegen. Zahm, hungrig, gepflegt, glücklich. Und untätig. Ah, jetzt kommt der nächste dran, der mürrisch ist. Leichte Verletzung. Jetzt ist die Frage, was bringen mir die Dinger? Pockepanzer. Pockepanzerhülle. Gucken wir mal da rein, ne? Was geschlüpft aus? Pockepanzerrogen. Okay, obwohl sie dramatisch schon früh in der Pubertät eines Pockepanzers stehen, werden sie während der gesamten Erwachsenenlebens weiter wachsen, bis zu dem Tag, an dem sie schließlich sterben. Okay. Ernährung, verschmutzte Erde, verrottete Haufen. Ausscheidung ist Sand. Okay. Kriegst du die verschmutzte Erde sauer mit, sozusagen. Verschmutzte Ernährung, verschmutzte Erde und verrottete Haufen. Das bedeutet, verrottete Haufen können wir doch dann da auch noch reinmachen, oder was? Aber ist auch schon drin, ne? Bei beiden. Warum ist das angehakt, teilweise? Achso, weil die verschmutzte Erde da ist. Okay, alles klar. Naja.
Also im Endeffekt sind das Filter, ne? Und dann kommt nachher saubere Erde raus. 3000 Kalorien, das ist schon mal einigermaßen. Hier muss weiter Essen aufgenommen werden, wird auch. Matschregel wird geliefert, beziehungsweise Erde. So, irgendwie geht es nicht voran. Wo liegen die Prios, ne? Müsste man eigentlich mal gerade ziehen. Temperatur ist hier unten wahrscheinlich bayerig. Ach, ist so, noch nicht mal ganz so schlimm. Nur da, hier geht's noch. Hier wird noch nichts gemacht. Pufflet, was ist er? Guckt schon so komisch. Ja, geht aber. Und der wird gar nicht rausgelassen. Das ist das größte Problem, ne? Irgendwie müsste den da mal einer rauslassen. Kann das sein? Ach so, hier müssen wir auch noch den Klotz dahin machen, dass der zu wird. Damit wir das aufmachen können, ne? Vielleicht klappt ja das. Keine Ahnung. Momentan läuft es richtig schlecht, oder? Und da kommt jetzt der Miep. Was macht der Miep? Der wandert da hoch. Und erntet da was. Fingerhohlschilf. Kein Datenbankeintrag vorhanden. Das kann nicht sein, ne? Aha. Temperatur und sowas, klar. Kann es sein, dass wir das für die Anzüge brauchen? Den Stoff? Könnte sein, ne? Wir werden sehen. Zumachen bitte, danke. Kein Stromkabel gefunden, kein Gaseingang, Sauerstoff. Fehlt beides. Oh, wir haben Dingens hier. Ankömmling. Schauen wir mal, vielleicht ist ja was zu essen dabei. Salzwasser. Na super. 2 Tonnen Salzwasser. Aber bevor wir nichts nehmen, nehmen wir Salzwasser. Ist ja in Containern oder Kanistern. Ist gerade Nacht. Ja, verhungern, aber es gibt 1600 Kalorien und keiner isst sie. Oder sind die noch nicht fertig? Könnte natürlich auch sein, ne? Okay, das dauert noch. Ja, ist ein bisschen schwierig gerade. Rohr blockiert. Hier geht's auch schon wieder kaputt. Weil da kann keiner zum Reparieren gehen. Irgendwie falscher Eingang sozusagen, ne? Der wächst auch nicht. Er macht was? Hat verschmutzte Erde aufgenommen, die da rausrieselt. Hier wird nicht Essen gemacht, das ist schlecht. Da wird nicht gekocht. Hier wird jetzt zum Glück mal desinfiziert. Der Koch läuft gerade hier lang. Das ist ein Arzt ohne Sauerstoff. Da kommt jetzt jemand, der das Essen macht, oder? Ja. Da wurde Erde geliefert. Die gehen auf Toilette. Da kam Essen dazu. 3000, okay. Ja, könnte werden, ne?
Ist hier oben was passiert? Nein. Preo sind da auf 9, oder? Ja, können wir aber gerade noch diesen hier auf 9 machen. Ja, das ist jetzt schwierig. Auf was ist denn die Prio fürs Sauermachen? Auf 5. Ernten ist auf 9. Essen ist auch auf 9. Fürs hier eine 9. Desinfizieren oder was? Naja, sie sollen essen gehen, das ist wichtig. Essen wird gemacht, 3,6 haben wir. Ja. Also Strom kommt mal voran, ist aber nicht die Lösung, dass es dann nicht fertig wird eigentlich, ne? Die Pumpe soll da reinpumpen, ne? Oder? Macht sie doch, oder? Ja. Dann wird das da gefiltert. Da wird aber nicht mehr gefiltert, weil das Wasser nicht weg kann. Kann das sein? Weil wir nur... Ach, uns fehlen irgendwelche Auslässe dafür, wo frisches Wasser, ne? Also dieses hier sieht zwar schick aus. Naja, im Endeffekt ist es egal. Läuft ja. Wasserstoffproduktion ist schwierig. Sorry. Jetzt ist kein Strom mehr da. Während der Strom hier unten ja immer läuft. Wie viel Watt haben wir denn dahinter sitzen? Hm? 120, 240. Sind 360. Kann ich da nicht lesen? 120, 480. 600. 600, 840. Okay, ist natürlich reichlich schon dran. Und das hängt ja auch noch alles dran. Okay. Ich glaube, wir müssen unseren Strom revolutionieren. Und dafür müssen wir mit anderen Geräten hier noch arbeiten, die hier unten weiter sind, oder? Kleiner Transformator. Der Transformator begrenzt den Stromfluss auf 1000 Watt. Powerwire, Output Powerwire, limited to 1000 Watt. Wärme 1000. Unterhitzungstemperatur 5C automatisch eingeaktiviert. Der Dekorationsherd verbindet Batterien aus der großen Seite des Transformators und so weiter. Dass die Kabel mehr als 1000 Watt entnehmen und Schaden durch Überlastung erleiden. Großer Transformator. Wenn wir auf große Seite des Transformators und zu verhindern, dass die Kabel mehr als 4 kW entnehmen. Ja, das ist bedeutet, sowas musste bauen, damit Batterien nicht kaputt gehen oder was. Nahrungsmangel 6000 und zur Sauerstoffproduktion. Ja, das wissen wir schon. Ja, ich denke, wir machen erstmal einen Cut hier. Sind gerade nicht so gut unterwegs. Müssen nächstes Mal gucken, dass wir da mehr in den Griff kriegen. Diesmal war ja auch so wieder so, hier oben passiert nichts zum Beispiel und unten passiert auch nichts und wir wissen gar nicht, was wir tun sollen. Ne? Sie sind gerade wahrscheinlich mit irgendwelchen Reinigungsaufträgen beschäftigt. Aber das wird eigentlich auch immer mehr anstatt weniger und wir müssen zusehen, dass wir das mit den Keimen hinkriegen. Irgendwie haben wir da ein Problem. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Alles klar, bis dann. Ciao.